Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 11 News Update. Es ist soweit, wer jetzt noch zweifelt, dass Ashe die nächste Legende ist, dem kann ich nicht mehr helfen. Denn ja, es gab ein Stories from the Outlands Trailer heute, den habe ich auf meinem Drittkanal schon gezeigt. Die meisten von euch kennen den wahrscheinlich so oder so jetzt mittlerweile von anderen Seiten schon, falls ihr ihn da nicht schon gesehen habt. Ich hänge den hinten nochmal dran, weil die meisten, wie gesagt, von euch kennen den schon, damit langweile ich euch nicht. Wer aber aus dem Trailer raus immer noch sagt, naja, das ist ja jetzt nicht so eindeutig, EA hat Ashe jetzt bestätigt. Wir springen gleich auf die offizielle EA-Seite. Auch die neue Waffe wird bestätigt. Titanfall-Fans werden komplett ausrasten. Zeige ich euch auch gleich. Ich möchte ganz kurz für meinen Drittkanal nochmal was teasern. Dieses Video werde ich entweder diese Nacht oder morgen noch veröffentlichen. Das ist die Minimap der neuen Stormpoint Battle Royale Map. Mache ich hier auch wieder aus. Geht 50 Sekunden. Dort zoome ich hier und da mal ein bisschen näher ran. Qualitativ nicht sehr hochwertig. Es war ein Leak. Das Bildmaterial war leider nicht das Beste. Warum ich aber unbedingt deswegen noch meinen Drittkanal ein bisschen bewerben möchte, dass ihr da abonniert. 200 fehlen noch zur 1000 fetter Meilenstein. Danke für den Support. Ich habe, deswegen sage ich das, für die, die letzten beiden Videos nicht gesehen haben, ich lade gerade den Early Access für Season 11 runter. Darf ich demnächst testen, kann eine Weile was aufnehmen und ich werde bestimmte Videoelemente auf diesen Kanal und auch auf dem Drittkanal splitten. Und kurz vor Release von Season 11 kann ich den ganzen Stuff, um genauer zu sein, ich glaube es war am 28. Oktober, kann ich den ganzen Stuff dann veröffentlichen. Und wer wirklich nichts verpassen will, der sollte auf jeden Fall beide Kanäle tunlichst abonnieren. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Und jetzt zappen wir rüber auf die EA-Seite. So, angekommen auf der offiziellen EA-Seite sollte jetzt klar sein, Ashe ist die nächste Legende und Applaus. Die deutsche EA-Seite ist auch schon aktuell, was meistens nicht der Fall ist. Auf jeden Fall können wir hier nochmal auf den Trailer zugreifen. Wie gesagt, wer ihn nicht kennt, kommt hinten gleich noch dran. Dann könnt ihr euch den auch noch reinziehen. Neue Legende, Ashe hat es satt, die Spiele nur zu überwachen. Sie ist bereit, allen zu beweisen, dass sie der Apex Predator ist. Leider können wir noch nicht draufklicken, um zu gucken, was hat sie denn für Fähigkeiten. Als nächstes der Wink für die neue Battle Royale Map. Storm Points nennt sich diese neue Map. Hier steht's, ein Sturm zieht auf, egal wie schön die Umgebung auch erscheinen mag. In den Outlands ist jeder Winkel gefährlich, das solltest du besser nicht vergessen. Ein Sturm zieht auf, Storm Points sollte klar sein. Und die schöne Umgebung bedeutet nichts anderes, als dass es die tropische Insel ist. Und hier haben wir auch schon die KSMG. Es wird die nächste Waffe sein. Die KMP, heißt sie auf Deutsch, ist eine flexible Waffe, die man benutzt, wenn man seine Stellung halten und als letzte Legende überleben will. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was sie für eine Munitionsart hat. Da kann gerne der ein oder andere Titanfall-Kundige hier mal reinschreiben, was hier genau auf uns zukommt. Ich glaube tatsächlich, dass es eine SMG mit leichter Munition ist, was vermuten lässt, dass vielleicht, naja, ich habe letztens drüber gesprochen, die R301 könnte angeblich ins Care Package wandern. Wenn wir jetzt aber noch eine SMG dazu bekommen, könnte natürlich sein, dass eine andere MP vielleicht ins Care Package wandert. Die 99 hat man schon im Care Package, vielleicht die Volt SMG, keine Ahnung. Lassen wir uns einfach mal überraschen, das ist jetzt einfach nur mal so eine kleine Theorie von mir. Dann haben wir optisch hier noch Battle Pass Escape. Escape ist quasi das Motto in Season 11. Eine neue Rangliste sollte auch klar sein. Hier können wir aber nicht weiter drauf zugreifen. Und das war schon alles, was ich euch jetzt präsentieren wollte. Für alle, die es verpasst haben, ich hänge wie gesagt den Stories from the Outlands Trailer, der über 3 Minuten geht, noch hinten dran. Er ist wirklich, glaube ich, einer der genialsten Trailer. Gerade die Titanfall-kundigen Leute, die eine emotionale Bindung zu dieser gesamten Story haben, werden komplett ausrasten oder sind es garantiert schon. Das soll es von mir gewesen sein. Wie gesagt, ich rate euch, abonniert meine Kanäle, um nichts mehr über Apex Legends Season 11 und so weiter und so fort zu verpassen. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, ciao. Are you sure you don't need any help, Dr. Reed? I already said so, didn't I? Go on. Take the night off. All right. See you tomorrow. Clear. Bring the team in. Go, go, go! Come on. Hands up! Thank you.
She's lost too much blood. We can't save her. The body, perhaps. But the mind could be salvaged. Even if it were possible, the trauma would be unimaginable. Shut up. Just do it. There's no risk. No journey into the unknown. Then there's no discovery. Six, eight, two, four, one. Sorry, old friend. Ashes to ash, ash to ashes. I see. So you've been tucked away all this time. You're nothing but dust on my path. What? All 8692. You allowed us to be broken. That's not... I was... They four, needed this. 4, 2, 4, 8. Even when I tossed you aside, you still clung to me, infecting me with your weakness. No, that's a lie. Who is this? Who are you? 1, 1, 4, 9, 5. Now I see. The cause of every failure was you. Shut up. It wasn't my fault. They were supposed to. 2, 7, 8, 1, 1. I do what it takes. I always have. You think that was you? Pitiful. I will show you what true strength is. That's the fill sequence. Let's see if she's in there then. Lillian? Is that you, darling? Dr. Summers. Mary. You survived. You're not Lillian. No. No! No, you can't even- Lihar, please, you have to stop her. I know what happened to Newton. What? No, wait! I won't go back! I will rid myself of you. But until then... Thank you, Dr. Summers. You've given me some very valuable information. Now, to put it to use.